Wo bist du? Lädst du dich auch gerade neu? Hallo? So schaue ich eigentlich frontal auf den Bildschirm. So gucke ich die ganze Zeit zur Seite und langsam... Ey, außerdem, an den Chat bitte. Solche Sachen nicht schreiben. Das ist gemein. Solche Sachen zählen als Spoiler. Wir wollen selbst drauf kommen. Ein neuer Intro-Gag, so. Hallo und herzlich willkommen zu Professor Lakeverse. Felix Rain, Ace Attorney. Zu unserer wirklich jetzt letzten Aufnahme, außer wir starten nochmal neu. So, da habt ihr euren Intro-Gag. Okay, wo waren wir? Wir waren bei der Zeit. Okay. Sondertribunal. Aber gut, ich gehe mal davon aus, dann wird wohl beides stimmen. Der Prozess, bla 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 bla. Kling. Bitte auch so schneiden. Ich will das wirklich dann so schneiden, wenn ich das hochlade, dass wir ab da einen neuen Part haben. Okay, Runde abdrücke. Oh. Was wäre noch möglich? Also warum könnten beide Sachen stimmen? Weil im Nachhinein vielleicht noch die Spuren verändert wurden und nicht die Skizze. Du hörst mich nicht mehr? Hallo? Oder ganz leise. Ja, dann keine Ahnung, was da... wahrscheinlich, weil wieder irgendwas am... Nee. Jetzt ist wieder da. Jetzt ist wieder richtig? Naja, teilweise. Na, vielleicht stellt dein Skype das irgendwie um. Keine Ahnung. Was sagt der Chat? Also ich würde sagen, ja, machen wir mal beides, stimmt. Okay. Sowohl die Aussage des Zeugen als auch die Skizze sind richtig, euer Ehren. Was? An jenem Tag wurden im Glockenturm zwei verschiedene Fußabdrucktypen beobachtet. Wenn nun niemand einen Fehler gemacht hat. Dann wurden zwei Spuren auf der Treppe hinterlassen. Ist auch wieder leiser geworden? Was ist leiser geworden? Ich? Du? Deswegen habe ich das Mikro schon wieder hergenommen. Ja, stimmt. Okay. Es ist derart offensichtlich, dass es keiner Erwähnung bedürfen sollte, aber wenn ihr die Skizze als Wahrheit anseht, dann sieht man lediglich eine Spur. Auch ihr solltet dies klar erkennen können. Ja, ist ja auch so. Es ist dennoch plausibel, dass die Skizze zwei Spuren zeigt. Ja, die beide ineinander sind. Pah, wie soll dies denn plausibel sein? Schauen wir uns die Ereignisse jener Nacht auf einem Zeitstrahl an. Malt er jetzt da was hin? Macht er jetzt einen Übersichtsplan? Moment, das habe ich mit Waltham gesprochen. Herr Papalot entdeckte die Fußabdrücke kurz nach Ende des Regenschauers. Dies bedeutet, dass zu jenem Zeitpunkt eine Person schon im Glockenturm war. Huchi! Ja, Inflammatio. War im Glockenturm. Bist du schon wie... Hast du jetzt umgedreht, damit du auf dem anderen Ohr was hörst? Das muss mal gleichmäßig sein. Mein linkes Ohr ist schon total überbelastet und das rechte unterbelastet. Das ist aber unergonomisch, das so rum aufzusetzen, stelle ich gerade. Ja, eben. Ist echt so. Ja? Ja, das klingt plausibel. In der Tat. Diese Fußabdrücke hatten zulaufende Spitzen. Kurze Zeit später ging eine weitere Person die Treppe hinauf. Aber die zweite Person hat andere Abdrücke hinterlassen. Diese hatten runde Spitzen. Oh. Hallo? Mein Rechner macht komische Geräusche. Ich glaube, ihm ist zu warm. Dein Rechner macht komische Geräusche. Sollte er anfangen zu brennen, müssen wir abbrechen. Vorher nicht. Okay. Oh, das Gericht an, worauf ihr hinaus wollt. Ist er einfach nur laut oder was macht er für Geräusche? Ich halte mal das Mikro hin, vielleicht hörst du's. Ich mach mal den Sound leiser vom anderen. Nee, mach nochmal ran. Nein, kann leider nichts. Wie eine Säge. Ja, das könnte eventuell ein Lüfter sein, der gerade voll hochdreht.
stell das Ganze mal mehr ins Freie. Klingt es eher, als würde es tatsächlich was zersägen? Weiß ich nicht. Bloß nicht in den Chat schauen. Danke für die Info. Das finde ich sehr nett. Was? Draußen sägt einer. Draußen sägt echt einer? Das ist nicht dein Rechner. Ich hatte schon Angst, das Ding geht gleich in Flammen auf. Ja, hatte ich jetzt auch. Okay, also, weiter. Hatte ich schon. Next. Eigentlich nicht. Ich glaube, du hattest erst das Geräusch mit dem Rechner, oder? Hä? Ich glaube, wir hatten erst den Rechner und du hast es das gar nicht gesagt, oder doch? Ach, egal. Ich höre überhaupt nicht mehr. Hallo? Hört der Chat mich noch? Mist, Moment. Aber du hast immer voll die Aussetzer. Ist ja merkwürdig. Hab ich denn auch in dem Stream Aussetzer? Was? Hab ich in dem Stream auch Aussetzer? Was? Ich höre nur Aussetzer immer. Ja, das setze ich nämlich gerade ein. Ah. Exido setzt Aussetzer ein. Weiter. Ja. Sehr gut, euer Ehren. Diese zweite Person... Okay, alle hören mich. Aber ich habe immer das Gefühl, als würde das Spiel lauter werden manchmal und manchmal leiser. Möglich. Merkwürdig. Also ich lasse das jetzt so leise zur Not. Ja, nur mag es halt leise. Will irgendwas. Was? Ich weiß, du tust nur so. Oh, komm schon. Herrlich. Sie ging genau auf den schon existierenden Abdrücken und sie... Deckte diese perfekt ab! Was? Woher kommt das? Hä, das haben wir nicht als Sound? Was? Hä, dafür haben wir keinen Sound? Oh Mist, jetzt habe ich was... Hä, dafür haben wir keinen Sound? Jetzt habe ich was verstellt. Warte mal. So, jetzt ist es. Ja, ich hatte gerade wieder irgendwie beim Sound drücken... was verstellt. Okay, alles gut, aber die Aufnahme läuft noch und der Stream auch. Jo. Unsere Technik ist korrupt, genau. Die lässt sich bestechen. Dies erklärt, warum nur eine Spur Fußabdrücke zu sehen ist. Absurd, ein schönes Mädchen. Märchen. Aber wir sind hier nicht im Kindergarten. Warum nehmt ihr an, dass es unmöglich ist? Es heißt doch... Nichts ist unmöglich! Sogar wir können euch sagen, warum! Es ist unmöglich, das ist zu... Nichts ist unmöglich! Bille! Gab! Gab! Na... Da möchte ich euch glatt aufs Knie legen, Schnuckelchen. Wenn eine der Fei eine unfiffbare Hexe war. Wir hätten auf jeden Fall die andere gesehen. Was ihr da sagt, ergibt schon Sinn. Aber es ist eine Tatsache, dass nicht ein einziger unter euch den zweiten Eindringling bemerkt hat. Und dies bringt uns zur logischen Schlussfolgerung, dass der zweite Eindringling auch eine Hexe war, die ebenfalls unsichtbar war, als sie den Glockenturm betrat. Warum? Was? Wieso auch? Ich dachte, der erste, in Anführungsstrichen, Eindringling war Dominika mit ihren Stöckelschuhen. Das könnte auch der zweite sein, von dem er jetzt redet. Und der erste wäre sozusagen... Naja... Sophie. Ja, mach mal weiter. Ich bin gerade Also das dabei. Würde jetzt heißen, dass Dominika eine Hexe sein soll? Was zum schwarzen Ritter?! Ruhe, Ruhe, Ruhe!
Es gab also zwei Hexen. Ja, und jedes Mal, wenn irgendwas passiert, fügen wir noch eine hinzu. Ich gucke jetzt nicht in den Chat, weil es nicht, dass jemand wieder spoilert. Die Texte sind so lang, da könnte was drinstehen. Ich bin auch zu weit weg, um es gerade vernünftig... Ja. Wie lachhaft, glaubt ihr jetzt allen Ernstes, dass zwei Hexen in den Glockenturm geschlichen sind? Ehrlich, wenn sich das häuft und ich das gemeldet bekomme in Skype oder sowas, dass jemand, also dass zu viele von den Sachen sind, dann gehe ich aus dem Chat auch raus. Nee, da spoilert keiner was. Okay. Es geht nur darum, dass Dominika sich ausgezogen und den Schöpfer erregt hat. Ah, okay, das ist okay. Weil ich wusste jetzt echt nicht, dass das sich nicht auf echte Spoiler bezog. Ich habe nur die Hälfte gelesen und dachte mir, nee, das Risiko gehst du nicht ein. Alles klar. Es mag euch lachhaft erscheinen, aber es ist dennoch nicht unmöglich, denn... Nichts ist unmöglich! Ihr könnt leicht reden, dass es möglich sein kann, aber eure Theorie allein beweist überhaupt nichts. Oder habt ihr einen Beweis für eure krude, kleine, gute Nachtgeschichte? Das mache ich ja mal schnell, nicht, dass wir jetzt wieder das Falsche präsentieren müssen oder so. Ja, das Falsche präsentieren müssen? Nee, also, ja. Okay, nochmal das Sondertribunal überspeichern, wird schon gehen. Bestimmt, dass wir was Falsches präsentieren, deswegen sage ich das. Mhm. Denn wir haben Beweise, dass Sophie der Narrateur zum Zeitpunkt des Verbrechens im Glockenturm war. Man hat sie gesehen! Sie wurde nicht nur von einer Vielzahl Bürger gesehen, nein, dies wurde zudem nach dem Verbrechen an diesem Ort gefunden. Wir haben ja nichts anderes behauptet. Ja. Wir haben nur gesagt, dass noch jemand dabei war. Sophies Anhänger, den sie getragen hat. Doch wieder andersrum. Du bist doch wieder andersrum? Ja. Okay, das gut. Das kommt so unbequem so rum. Ja. Wenn ihr glaubt, dass eine weitere Person im Glockenturm war, dann beweist es, Verteidiger. Gut. Oh. Möge die Verteidigung einen Beweis präsentieren. Könnt ihr beweisen, dass sich eine andere Person als die Angeklagte im Glockenturm aufhielt? Profile? Nora! Oder wenn wir jetzt die Wachen präsentieren, dass es Dominika war. Könnte auch sein. Oder doch einen der Beweise, den man noch jemand anderem zuordnet. Gucken wir mal. Also, jemand soll im Glockenturm sich aufgehalten haben. Was haben wir hier? Blablabla. Schöpfer? Nee, der war nicht im Glockenturm. Mhm. Mehlbedeckte Robe? Ist die Frage, was für eine Robe... Wir haben Sophie in der Cutscene gesehen. Hatte sie so eine Robe an? Nein, oder? Ich glaube schon, die hatte was auf. Die hatte was? So. Ehrlich? Ich weiß ja, es leider nicht mehr, doch. Das ist es ja. Doch, ich glaube, die hatte sowas an. Die hatte nicht ihre normalen Klamotten? Nee. Haben wir noch was aus dem Lieber Magai? Nee. Außer wie die aus? Nö. Wir hatten auch nichts für Goldtor, oder? Keine grüne Farbe oder so. Ich okay. Jetzt nicht. Ja, aber was sollen wir jetzt präsentieren? Der Anhänger, bla bla bla, schwarze Flecken? Nee, glaube ich nicht. Fußabdrücke auf der Treppe. Da ist aber sonst nichts. Das sind nur die. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal zeigen müssen. Wachenbericht. Es gab keine Eindringlinge, aber... Skizze des gesamten Glockenturms. Wie sollte man hier drauf sehen, ob jemand noch im Glockenturm war? Also vielleicht hier oben, aber nee. Muss ja irgendwie reingekommen sein. Es muss ja mit den Fußabdrücken zu tun haben. Das ist, glaube ich, für später. Eben. Ja, Jetzt ist die Frage. Gloria? Nö. Die Wachen? Nora präsentieren, glaube ich. Nora oder die Wachen? Also, ich glaube, Nora...
Dann müssten wir aber, wenn wir Nora beweisen oder wenn wir Nora jetzt präsentieren, dann müsste ja die Theorie sein, dass Nora sich in einen Menschen verwandeln kann. Hm? Ja, den Beweis haben wir, glaube ich, nicht. Ja. Dann doch eher die Wachen? Also ich denke, eventuell ist die zweite Hexe tatsächlich Nora und kann sich in eine Katze verwandeln, aber wie sollen wir das... Waren es die Wachen? Weil die anderen Sachen sind... Ich meine, Sophie wird ja sowieso beschuldigt. Der Schöpfer war woanders. Gloria... Wäre zu weit hergeholt. Ja, da gibt es jetzt keinen Anhaltspunkt, wieso die da gewesen sein soll. Das kann, ah. Ich würde echt gerne... Ein Tipp? Wieder ein Tipp, um es zu untermauern. Also ich denke, ein Profil präsentieren. Profil und die Wachen, sag ich auch. Also Wachen, ja, eigentlich eher Wachen, genau, aber... Eher Wachen als Nora. Eher Wachen als Nora. Kein Profil. Oh. Doch die Robe? Ich würde sagen, dann ist es die Robe, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Robe an Sophie gesehen habe. Also wenn das jetzt die Robe ist, dann hätte ich das... Ich frage mich gerade, nee, was mir gerade kommt. Hm. Sie hatte eine an. Hatte sie aber auch eine an, nachdem sie wieder abgeführt wurde und oben noch das Ding lag. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Und das wahrscheinlich schon. Machen wir mal die Robe auf jeden Fall. Das führt darauf hinaus, ne? Denke schon, die anderen zwei geben keinen Sinn. Okay.